Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen da draußen. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen und ich hoffe, euch allen geht's richtig gut. Ja, Freunde, ich bin zurück mit einem neuen Video. Und zwar werde ich euch in diesem Video zeigen, wie ihr wieder alle Duffelbag-Taschen in GTA Online bekommen könnt. Ja, Freunde, die Duffelbag-Taschen-Jobs sind zurück. Husky hat die Jobs wieder online gebracht und ich werde euch jetzt hier in diesem Video gleich zeigen, wie das Ganze ganz genau funktioniert. Freunde, wenn euch das Ganze gefällt, zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Teilt das Video mit euren Freunden da draußen, damit die auch Bescheid wissen. Und solltest du neu auf dem Kanal sein, würde ich mich jetzt extrem freuen, wenn du ein bisschen Liebe, wenn du ein bisschen Support zeigen würdest. Und zwar, indem du auf den Abonnieren-Button klicken würdest, weil für dich wäre das Ganze kostenlos und mich würde das Ganze noch unterstützen. Freunde, ballert für diese Ehrenaktion von Husky mal, dass er die Jobs nach eurem Wunsch jetzt wieder online gebracht hat, mal ein Ehrenmann Husky unten in die Kommentare. Hashtag Ehrenmann Husky, denn das hat er sich auf jeden Fall verdient. Ihr wolltet die Jobs unbedingt wieder haben und er hat sich jetzt hingesetzt und hat die Jobs neu veröffentlicht, nur damit ihr sie wieder nutzen könnt, damit ihr die Duffelbag-Taschen bekommen könnt. Und dafür hat er sich auf jeden Fall ein Hashtag Ehrenmann Husky verdient. Also ab damit in die Kommentare, Hashtag Ehrenmann Husky. Und dann würde ich sagen, starten wir in das eigentliche Video. Also let's go! Ja, Freunde, und wie ihr, denke ich mal, alle wisst, hat Rockstar Games mit dem The Diamond Casino Heist DLC ganz viele neue Duffelbag-Taschen in den Online-Modus eingefügt. Da gibt es jetzt Duffelbag-Taschen in den unterschiedlichsten Farben und dazu gibt es auch noch Duffelbag-Taschen, die offen sind und auch noch zu sind. Und ich werde euch in diesem Video zeigen, wie ihr all diese Duffelbag-Taschen bekommen könnt und dann später werde ich euch auch noch zeigen, wie ihr diese Duffelbag-Taschen auf andere Outfits übertragen könnt und wie ihr das Ganze dann auch noch erfolgreich abspeichern könnt. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem eigentlichen Video, also auf geht's. Okay, Freunde, das allererste, was ihr jetzt nun machen müsst, ist, dass ihr euch überlegt, welche Duffelbag-Tasche ihr haben wollt. Habt ihr das jetzt nun gemacht? Dann geht ihr nun unten bei mir in meine Videobeschreibung rein und dann geht ihr auf den Link der jeweiligen Duffelbag-Tasche und dann werdet ihr in den Social Club weitergeleitet und dann müsst ihr euch einen bestimmten Job markieren von dieser Duffelbag-Tasche. Freunde, wenn jetzt am Anfang des Videos vielleicht noch nicht alle Duffelbag-Taschen unten in der Videobeschreibung verlinkt sind, habt einfach ein bisschen Geduld, es werden hundertprozentig alle Duffelbag-Taschen kommen und die werden alle der Reihe nach dann mit der Zeit hier in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, das Ganze wird heute noch komplett über die Bühne gehen, dass alle Duffelbag-Taschen, die es gibt, halt da unten verlinkt sind, aber wenn jetzt noch nicht alle Duffelbag-Taschen unten drin sind, dann reißt mir nicht den Kopf ab, habt einfach ein bisschen Geduld. Und wenn ihr das Ganze jetzt nun markiert habt, dann geht in den Singleplayer von GTA 5 und geht dann erst wieder in den Online-Modus, weil dann habt ihr den Job definitiv auf eurem Account. Seid ihr jetzt nun im Online Modus angekommen und ihr habt diesen gewünschten Job nun markiert, dann geht ihr jetzt erst einmal hin und öffnet euer Interaktionsmenü und dann zieht ihr jetzt nun das Outfit an, auf dem ihr diese Duffelbag-Tasche haben wollt. Habt ihr das jetzt nun gemacht? Dann öffnet ihr jetzt nun euer Pausenmenü, geht dann auf Online, Jobs, Jobs spielen, markiert und dann geht ihr dort auf Last Team Standing und dann startet ihr nun dort den Job, den ich eben unten in der Videobeschreibung verlinkt habe, beziehungsweise den ihr euch markiert habt. Und wenn ihr im Jobmenü angekommen seid, Freunde, dann geht ihr noch schnell hin und ladet einen Kumpel ein, weil, wie gesagt, ist ein Last Team Standing. Ein Last Team Standing kann man leider nicht alleine starten. Das Ganze muss man zu zweit starten. Aber der Kumpel kann sich die Tasche dann auch direkt mit aus dem Job rausglätschen. Ich joine jetzt einfach hier alternativ meinem Kumpel schon in das Jobmenü rein, der das Ganze halt schon gehostet hat. Und wenn ihr jetzt nun auch gemeinsam im Jobmenü angekommen seid, dann geht einfach hin und startet den ganzen Job. Und dann kommt ihr noch dorthin, wo ihr bestätigen müsst, dass ihr bereit seid. Einfach bereit drücken und kurz abwarten, dass ihr dann im Job spawnt. Und sobald der Job dann losgeht, dann werdet ihr direkt in der Animation sehen, dass ihr jetzt nun die gewünschte Duffelbag-Tasche aufhabt. Und wenn ihr jetzt nun im Job angekommen seid und euch bewegen könnt, öffnet ihr euer Interaktionsmenü, geht dann in die Kategorie Steals, geht dann in die Kategorie Accessoires und dann geht ihr bei Ausrüstung einmal nach links auf die LCD-Ohrhörer. Habt ihr die nicht? Dann geht einfach hin und zieht euch eine Brille an. Und wenn ihr das jetzt nun gemacht habt, schließt ihr euer Interaktionsmenü und dann öffnet ihr euer Ingame-Handy. Und wenn ihr das Ingame-Handy jetzt nun geöffnet habt, geht ihr auf die Jobliste, drückt dort dann einmal die Viereck-Taste, dann bekommt ihr eine Meldung, seid ihr sicher, um den Job zu verlassen. Diese bestätigt ihr dann ganz einfach mit der X-Taste und dann werdet ihr zurück in den Online-Modus geworfen. Und nun müsst ihr ganz einfach abwarten, bis ihr im Online-Modus gespawnt seid.
Und ja, Freunde, wenn ihr jetzt nun im Online-Modus gespawnt seid, werdet ihr jetzt nun merken, dass ihr auf eurem gespeicherten Wunsch-Outfit jetzt nun die Duffelbag-Tasche drauf habt. Ihr habt euch die jetzt easy peasy aus dem Job rausgeglitscht und das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist das Ganze abspeichern. Und dafür müsst ihr euch jetzt als allererstes mal zum Maskenladen begeben. Seid ihr nun beim Maskenladen angekommen, dann bestellt ihr euch jetzt am besten einen Oppressor MK1, weil ich finde, damit geht das Ganze am leichtesten. Natürlich könnt ihr euch auch einen Oppressor MK2 oder einen Helikopter bestellen, aber ich mache das immer mit einem Oppressor MK1, weil das geht damit definitiv am leichtesten. Und ja, habt ihr das Bike jetzt nun am Start, dann positioniert ihr euch in etwa so wie ich hier direkt vor dem Maskenladen, aber richtet den Blick aus zum Strand, so dass ihr einfach in Richtung Strand fahren könntet. Und dann geht ihr hin, dann drückt ihr die X-Taste, um die Flügel auszufahren, und dann gebt ihr Gas und boostet einfach geradeaus Richtung Strand. Und sobald ihr jetzt nun in der Luft seid, springt ihr mit der Dreiecktaste ab, und sobald es geht, öffnet ihr dann direkt euren Fallschirm. Habt ihr das nun gemacht und ihr seid jetzt nun in der Luft, haltet ihr jetzt nun die L1 und die R1-Taste gleichzeitig gedrückt, um ein bisschen smoother zu fliegen, und dann fliegt ihr in Richtung des Maskenladens, und nun müsst ihr darauf achten, dass ihr direkt vorm Maskenladen landet, und sobald euer Charakter gelandet ist, fangt ihr an, die Pfeiltaste nach rechts zu spammen, um eben in das Verkaufsmenü des Maskenladens zu kommen. Wichtig ist, dass ihr das Ganze schafft, bevor euer Charakter eben nun die falsche Rucksacktasche abschmeißt, denn dann könnt ihr nicht mehr in das Menü reinkommen. Und wenn ihr nun im Menü drin seid, drückt ihr einmal die Vierecktaste, weil dann kommt ihr auf eure gespeicherten Outfits, und wenn ihr dort nun seid, dann könnt ihr jetzt nun das Outfit mit der Duffelbag-Tasche abspeichern, und wenn ihr das jetzt nun erfolgreich gemacht habt, dann könnt ihr das Menü einfach wieder verlassen. Und nun werdet ihr merken, scheiße, ihr habt keine Duffelbag-Tasche mehr auf dem Rücken. Nun geht ihr dann einfach in die Kategorie Stil im Interaktionsmenü, geht dann auf Outfit, also das Outfit, was ihr gerade gespeichert habt, und boom, nun werdet ihr merken, dass ihr die Duffelbag-Tasche jetzt nun auf dem Outfit hier gespeichert habt, und dann könnt ihr das Outfit tragen, wie ihr wollt. Aber Freunde, was passiert denn jetzt nun an dieser Stelle, denkt ihr euch bestimmt, wenn ihr die Duffelbag-Tasche jetzt nun auf dem falschen Outfit gespeichert habt? Das werde ich euch jetzt nun erklären, denn ich erkläre euch jetzt nun, wie ihr diese Duffelbag-Tasche jetzt hier nun auf jedes andere Outfit in GTA Online bekommen könnt, welches ihr eben besitzt. Und dafür braucht ihr auf jeden Fall ein eigenes Casino-Penthouse mit einem Pool drin. Wenn ihr das nicht habt, dann müsst ihr gucken, ob ihr einen Freund findet, der ein Casino-Penthouse mit einem Pool hat, und dann geht ihr da rein. Seid ihr da drinnen jetzt nun angekommen, dann begebt ihr euch jetzt nun zum Pool-Bereich, und wenn ihr dort nun angekommen seid, dann öffnet ihr euer Interaktionsmenü, und im Interaktionsmenü geht ihr dann auf Stil, und dann zieht ihr jetzt nun dort das Outfit an, auf das die Duffelbag-Tasche rüber soll. Habt ihr das nun gemacht? Dann geht ihr jetzt nun eine Taste nach oben, also mit dem Cursor einmal nach oben auf die Kategorie Fallschirm, und dort geht ihr dann auf Fallschirm ein hin und zieht euch einen Fallschirm an. Solltet ihr keinen Fallschirm haben, dann verlasst einfach mal kurz hier das Casino Penthouse, steigt auf einen Oppressor oder in einen Helikopter ein, dann habt dann Fallschirm. Und ja, wenn ihr jetzt nun den Fallschirm hier auf diesem Outfit auf habt, wo die Duffelbag-Tasche drauf sein soll, dann lauft ihr jetzt so mit diesem Outfit hier, mit dem Fallschirm in den Pool. Ihr werdet merken, ihr habt auf einmal nun eure Badeklamotten an. Und wenn ihr jetzt nun die Badeklamotten anhabt, öffnet ihr euer Interaktionsmenü, geht wieder in die Kategorie Stil. Dann geht ihr jetzt nun auf das Outfit mit der Duffelbag-Tasche und dann zieht ihr das Outfit jetzt nun im Pool an. Ihr werdet merken, ihr habt jetzt keine Badeklamotten mehr an, sondern wirklich das Outfit mit der Duffelbag-Tasche. Und nun geht ihr hin und verlasst ganz einfach wieder den Pool. Und sobald ihr jetzt nun den Pool verlassen habt, spawnt euer altes Outfit wieder zurück, was ihr zuvor anhattet, als ihr den Pool betreten habt. Aber die Duffelbag-Tasche befindet sich jetzt nun auf diesem Outfit. Und das Ganze müsst ihr jetzt lediglich nur noch abspeichern gehen. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal in Schnellform. Und zwar müssen wir jetzt nun wieder den Glitch machen, den wir ja gerade schon gemacht haben. Ich erkläre ihn euch jetzt nochmal ganz schnell in Schnellform. Begebt euch wieder mit einem Oppressor zum Maskenladen, richtet das Oppressor Richtung Strand aus, drückt die X-Taste, um die Flügel auszufahren, und boostet dann gerade Richtung Strand nach oben, so wie ich hier im Video. Und wenn ihr in der Luft seid, springt ihr mit der Dreiecktaste ab und dann drückt ihr, sobald es geht, die X-Taste, um den Fallschirm zu öffnen. Und wenn ihr jetzt nun in der Luft seid, haltet die L1, R1 gleichzeitig gedrückt, um so ein bisschen smoother Richtung Maskenladen zu fliegen, und dann versucht ihr vor dem Maskenladen so zu landen, dass ihr nun direkt dort, wo ihr landet, die Pfeiltaste nach rechts drücken könnt, um in das Menü zu gelangen. Spammt am besten bei der Landung direkt die Pfeiltaste nach rechts durch, und ja, sobald ihr dann in das Menü reingekommen seid, dann drückt einmal die Vierecktaste, um auf die gespeicherten Outfits zu bekommen, und dann geht einfach hin und speichert das Outfit dort direkt ab. Und wenn ihr das dann nun erfolgreich gemacht habt, verlasst ihr das Menü wieder
und dann öffnet ihr euer Interaktionsmenü, geht dann auf die Kategorie Stil und in der Kategorie Stil wählt ihr dann das Outfit aus, was ihr gerade abgespeichert habt und dann werdet ihr merken, dass sich jetzt nun auf diesem Outfit die Duffelbag-Tasche befindet und dass das Outfit jetzt nun erfolgreich abgespeichert wurde. Okay, Freunde, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, ich hoffe, dieses Video hat euch weitergeholfen und wenn dem der Fall sein sollte, würde es mich jetzt extrem freuen, wenn ihr mir das Ganze mit einem Daumen nach oben zeigen würdet. Vergesst bloß nicht, das Video mit euren Freunden da draußen zu teilen, damit die diesen Glitch hier auch kennen und sich die sämtliche Duffelbag-Taschen in GTA Online sichern können. Und solltest du neu auf meinem Kanal sein, dann würde ich sagen, lass mir doch schnell ein Abo da und dann würdest du auf jeden Fall in Zukunft nichts mehr verpassen, wenn ich nochmal so etwas Krasses in GTA Online hochladen sollte. Würde mich enorm unterstützen und du hast da auch deinen eigenen Vorteil von. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen auch schon im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch jetzt noch einen richtig schönen Abend und dann bleibt mir jetzt nichts anderes mehr übrig mehr als bis bald, macht's gut, haut rein und ciao zu sagen.